Meine Freunde, Andi, hi, LMDWZ, lass mich dir was zeigen. Falling in Reverse, Popular Monster. Ich zeige euch bei LMDWZ, bei diesem Format, was ich gerne höre, so meine Mucke. Und vielleicht ist ja für dich da draußen was dabei. Und falls dir der Content gefällt, lass mir auch gerne ein Abo da. Ja, wir sind kurz vor 20.000 Abos, Leute. Lasst mal wirklich krachen, schallert mal den Abo-Button. Like das Video für mehr Falling in Reverse, für mehr LMDWZ-Content. Ich habe da so Bock da drauf. Und ich habe Bock darauf, dir oder euch da draußen zu zeigen, so was mir gefällt. Und da bin ich jetzt wirklich hyped. Wir streamen heute auch um 18 Uhr auf Twitch Live, energizer.tv bzw. twitch.tv/energizer. Das ist ja mal echt freudscher Versprecher hier. twitch.tv/energizer und wir gucken, dass wir heute 20k on stream knacken. Das wird wirklich epic. Und ich würde sagen, wir springen mal rein. Puh, seid ihr ready? Ich bin's nicht. Let's go. Oh, der Build-Up ist halt natürlich auch episch, ne? Ey, das ist ein Film. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay. Yeah, I battle with depression, but the question still. Boah, das ist, ich hab gerade gesagt, das ist ein Film, ne? Aber so ein bisschen Trigger Warning Explicit Content, es ist schon ziemlich heftig. Die Raps und beziehungsweise die Lyrics, es ist so krass, ne? Es ist halt so wirklich Ronnie-Style, aber ich liebe das. Ich liebe das, wenn man so nahbar ist, wenn man so wirklich so guckt, hey, das sind so Dinge, mit denen ich struggle und das macht auf jeden Fall Hoffnung für andere. Ich sage immer so, wenn Künstler so den Schmerz tanken, ja, wenn die so sagen, rausgehen und sagen so, hey, das bin ich, das trage ich jetzt hier so mit mir rum, können viele aufatmen, ich persönlich auch sehr, sehr. Und das hilft mir durch Musik so, meine eigenen Sachen zu verarbeiten. Vielleicht hilft das ja auch. Also ich finde das wirklich mega cool und I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me that I'm going through a phase. I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay. Yeah, I battle with depression, but the question still remains. Is this post-traumatic stress and or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase. Yeah, it's not a fucking phase, I just wanna feel okay. Okay, yeah, I struggle with this bullshit every day. Yeah, it's probably cause my demons simultaneously rage. Wow. Leute, das ist so krass, ne? Bei Ronnie ist es ja auch so, ich weiß, dass die Reaction hundertprozentig durchgehen wird, weil ich habe gehört, er guckt sich selbst gerne Reactions an und reactet darauf auf so einen Stream. Deswegen bin ich da ein bisschen entspannter mit dem Anhalten. So, ich höre mir gerne die Parts an und gehe dann drauf an. Wie jetzt zum Beispiel im ersten Part, ne? Man hört so, hey, viele sagen so, hey, das ist nur eine Phase so und hier und da und bla bla bla, ne? Kriegst du so deinen Scheiß auf die Reihe, so nach dem Motto. Und das ist so krass, weil ich kann da komplett relaten. Und ne, er ist so sich nicht sicher, hey, ist es wirklich nur eine Phase oder hey, was geht hier eigentlich ab? So, und dieser innere Dialog, der im Kopf stattfindet, finde ich krass. Also der erste Part, gerade so dieses, ne, der innere Mono oder Dialog, oder ist es halt einfach dieses Gespräch mit den Personen, das ist ja auch immer mal so dieses innere Team, ja, nicht nur ein, zwei, mehrere Stimmen und das wirklich im ganz positiven Kontext zu sehen, dass ihr, vielleicht geht es ja da draußen auch mir auch so, hey, dass sich einfach viele verschiedene Facetten und Variationen von dem Andi in mir drin habe, so, und es gibt irgendwie den Party an, dann gibt es den konservativen Andi, dann gibt es irgendwie den gesunden Andi, dann gibt es irgendwie den, was weiß ich, hau raus auf die Kacke Andi, ja, und so, die alle stehen in so einem inneren Dialog miteinander. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Deswegen finde ich das krass. Der Build-up innerhalb vom Song ist richtig, richtig cool. Also dann, dass die Gitarren dann drüber gelayert werden. Ich sage immer so, die musikalische Lasagne, wie sie gebaut wird. Und dann im Chorus, ey, das ist schon richtig, richtig cool. Ich finde, den Chorus finde ich richtig nice. Also es ist wirklich cinematisch, es ist brutal, es ist wirklich so ein Film. Du kommst hier rein und denkst dir, okay, du hörst einen Song und du schaust aber dann einen Film. Und im besten Fall beides. Du schaust einen Film mit einem Song dabei und das Soundtrack ist quasi die Geschichte an. Und das ist wirklich episch. Und auch die Facetten, wie ihr das Ganze singt, ne? Hoch, tief, von der Kadenz, von der Geschwindigkeit, das ist wirklich krass. Also ich find's mega. Ah.
Wow. Das kann ich gar nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn es so hoch geht, ey, im Chorus, das ist ziemlich geil. I think I'm going nowhere like a rat trapped in a maze. Every wall that I knock down is just a wall that I replace. I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace. How the fuck will I escape if I never close my case? Oh my god, I keep on stressing every second that I waste. Is another second sooner to a blessing I won't take. But my therapist will tell me that I'm going through a stage. Yeah, it's not a fucking stage, I just wanna feel okay. Okay, motherfucker, now you got my attention. I need to change a couple things cause something is missing. Wow. Wir bauen. Aber first things first. Der zweite Part fand ich richtig geil. Also der zweite Part hat auch wieder diesen geilen Build-up gehabt. Dann im Chorus drin zum zweiten Mal diese Klaviermelodie, ne? Dieses melodische Gelayer dann mit den Instrumenten, mit der Bassline, mit den Gitarren, mit dem Riff. So, das ist krass und eher on top. Ich finde, das ist wirklich eine krasse Klangoase. Also mich holt es wirklich ab. Ich finde es geil. Und wie gesagt, ich bin so, oh, was passiert jetzt? Also wenn du da draußen vielleicht zum ersten Mal alles guckst, denkst du, oh, okay, was ist denn jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier gelandet, Alter? Das ist ja wirklich full-blown cinematic, aber das ist wirklich epic. Und wir bauen. Ich krieg davon nicht genug. Das ist legit für mich persönlich. Es ist immer so ein Schmankerl. Wir bauen, come on. Okay. Oh yeah. Der letzte Part ist so krass, ne? Wenn er nochmal rausgeht, ey, das ist wirklich cool. So im letzten Drittel und gerade hier, wenn er da so runterklatscht, so der Korb so am Schluss so und dann geht es nahtlos über in diesen Drumbeat und das ist so alles langsamer und ey, das hier fängt es wirklich an, im Gehirn zu platzen so und die Synapsen irgendwie durchzudrehen. Aber das mag ich so daran, weißt du? Einfach so die Vielschichtigkeit, durch den Text irgendwie abgeholt zu werden, plus dann noch in der Musik, plus eben die Cinematic oben top, on top, oben drauf, so doppelt gemoppelt, ne? Hält besser. Aber auch hier zum Schluss dann nochmal so eine, einfach nochmal eine Variation von dem reinzukriegen. Nicht nur Copy-Paste, sondern halt echt immer so eine Variation da reinzubekommen innerhalb der Musik und dann nochmal eine Auflockerung jetzt durch den ruhigen Part. Du fühlst dich abgeholt, sogar kannst du einmal durchatmen, ne? Das so wie beim Marathon, so denkst du noch, okay, Endspurt und dann nochmal ein bisschen Kräfte sammeln und nochmal so in sich gehen. So, da kommt der Gänsehautmoment, in dem so das Adrenalin kickt und dann denkst du so, Abfahrt. Oh ja. Hey.
Wow, das ist schön. Ich will auch mehr von der Story erfahren. Ich werde auch auf die ein oder anderen Videos noch relaxen und Storyline-mäßig können wir wahrscheinlich hier auch noch die ein oder andere Sachen hören, meine Freunde. Das war Falling in Reverse, ja, und Popular Monster. Wenn dir Content gefällt, lass mir doch gerne ein Abo da. Lasst mir doch gerne ein Like da. Ich habe da so Bock auf den LMDWZ-Content. Und wenn du da Bock drauf hast, ja, sei auf jeden Fall dabei. Sei auf dem Twitch-Stream dabei, montags, mittwochs, freitags. Liebe geht raus. Ich lasse euch dann in der Twitch-Streaming-Schedule nochmal genaueres wissen. Oder Instagram, anschleißer.rex, follow me da. Da kann ich dir auch immer, oder da haue ich echt immer tagtäglich Stories raus und neue Infos und so. Also wenn du Bock drauf hast, ey Squad. Ich bin raus, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Andi. Ciao, ciao.